Wofür steht eigentlich SPVG Steinhagen? Steinhagen, Spiel, Sport, SPVG, Sportverein. Nico, gut. Ja! SPVG Steinhagen. Zu meiner Zeit gab es zwei Vereine in Steinhagen, den Schwimmverein und die SPVG Steinhagen. Angefangen mit dem Schwimmverein, aber da das Wasser mir zu kalt war im Freibad, bin ich dann zum Fußball gewechselt. Beim Handballspielen habe ich sehr, sehr viele Freundinnen kennengelernt und wir treffen uns am Wochenende sehr oft. Lilly habe ich auch durch Handball kennengelernt. Die Turnabteilung ist ja so strukturiert, dass wir immer alle zusammen Training haben, also alle Alterskategorien. Und wenn wir dann die Weihnachtsfeier haben, dann sieht man, okay, da sind Kinder, die sind jetzt 4, 5 Jahre alt, aber auch die Großen. Und wir haben zusammen Spaß und man sieht, wir gehören zusammen und wir machen was Cooles zusammen. Mein erstes Ziel ist die Kreisauswahl und dann möchte ich halt in Deutschland irgendwann spielen. Also für Deutschland, ja. Du bist natürlich versucht, deine eigene Leidenschaft auf andere Menschen zu übertragen. Und das gelingt dir am besten, wenn du authentisch bist und wenn du als Vorbild vorhergehst und die ein bisschen gucken, die Kinder, die Jugendlichen, der ist ein cooler Typ und so, dem folge ich, das mache ich nach. Erst war das so ein bisschen komisch, ne, meinen Vater als Trainer zu haben, aber nach der Zeit war es halt ganz normal. Innerhalb der Mannschaft ist mir vor allem wichtig, dass man zusammen kämpft und sich gegenseitig anfeuert, sich unterstützt und man sich aufeinander verlassen kann. Ja, die Halle als Ort der Begegnung finde ich auf jeden Fall gut. Ja, einfach um sich auch mit anderen Mannschaften, anderen Sportarten zu treffen, auszutauschen und sich da ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist für die Kinder wichtig, für die Jugendlichen wichtig, aber auch für die Erwachsenen und auch für die Senioren in unserem Kreis auf einen Punkt gebracht. Diese Sporthalle wird ein Zentrum werden, an dem Steinhagen große Freude haben wird. Davon bin ich überzeugt. Läuft jetzt der Film noch?